Das hier ist unser Stromnetz, genauer gesagt unser Höchstspannungsnetz. Und darauf schauen gerade viele ganz genau. Weil ob wir in den nächsten Monaten immer und überall Strom haben werden, das hängt auch davon ab, wie gut dieses Stromnetz funktioniert. Es kann nämlich sein, dass im Winter in manchen Regionen mehr Strom gebraucht wird, als das Stromnetz bereitstellen kann. Das liegt auch daran, dass das Gas für die Gaskraftwerke knapp ist. Das größte Problem ist aber, dass in Frankreich so viele Atomkraftwerke ausfallen und das Land deswegen viel mehr Strom importiert als sonst. Eben auch aus Deutschland. Man muss dazu sagen, unser Stromnetz ist eines der sichersten der Welt. Trotzdem kann es jetzt eben dazu kommen, dass die Netzbetreiber manchen Firmen, aber auch Privathaushalten den Strom abstellen müssen, weil sonst das Stromnetz zusammenbrechen könnte. Das nennt man dann Lastabwurf. Das würde zwar nur stundenweise und regional passieren, aber zu Problemen kann es natürlich trotzdem führen. Und es droht uns jetzt nicht nur wegen der Gaskrise oder wegen der Atomkraftwerke in Frankreich. Auch die Energiewende setzt unser Stromnetz immer stärker unter Druck. Bis jetzt war es nämlich relativ einfach, das Angebot und die Nachfrage im Stromnetz auszugleichen, vor allem mit Hilfe von Gaskraftwerken. Aber Wind- und Solarkraft, die lassen sich eben nicht so leicht steuern. Vor allem durch die vielen Windkraftanlagen im Norden wird da außerdem mehr Strom produziert als im Süden. Im Süden wird aber gleichzeitig mehr Strom gebraucht, vor allem weil es da mehr energieintensive Industrie gibt. Wenn aus dem Norden deshalb zum Beispiel gerade zu wenig Windstrom kommt, dann müssen im Süden teure Gaskraftwerke hochgefahren werden. Und wenn viel Wind weht, aber wenig Strom gebraucht wird, dann müssen immer wieder Windkraftanlagen abgestellt werden, weil die sonst eben das Stromnetz überlasten können. Was muss jetzt also passieren, dass das Stromnetz da besser mithalten kann? Da gibt es einige Stellschrauben. Schauen wir uns mal ein paar davon an. Am naheliegendsten ist es ja, das Stromnetz einfach weiter auszubauen. Und das wird auch gemacht. Diese ganzen Leitungen hier, die sollen in den nächsten Jahren dazukommen. Eine der wichtigsten davon wird die umstrittene Südlink-Trasse hier sein. Auf 700 Kilometern werden da unterirdisch Kabel verlegt. Und so soll das Problem zwischen Norden und Süden eben gelöst werden. Zumindest teilweise. Bevor man jetzt aber gleich komplett neue Trassen baut, schauen die Netzbetreiber erstmal, welche Trassen sie effizienter nutzen können. Wenn es kalt ist und dadurch die Leitungen kühler sind, dann kann man darüber zum Beispiel mehr Strom schicken. Das ist also eine relativ kurzfristige Lösung. Und wenn das noch nicht reicht, dann wird als nächstes geschaut, welche Trassen man verstärken, also ausbauen kann. Das soll bei den ganzen Leitungen hier passieren. Außerdem muss das Stromnetz smarter, also digitaler werden. Wenn es gerade viel Wind- oder Solarenergie gibt, dann könnten Fabriken Prozesse, die viel Energie brauchen, hochfahren. Und E-Autos, die sowieso die meiste Zeit in der Garage stehen, die könnten genau dann laden. Und wenn es Engpässe gibt, könnten die wieder Energie ans Stromnetz abgeben. Kleinere, dezentrale Netze, die könnten das Stromnetz zusätzlich entlasten. Also zum Beispiel Gemeinden, die ihren Strom selber mit Solaranlagen produzieren und auch lokal speichern. Das würde aber bedeuten, dass man diese kleineren Verteilnetze auch ausbauen müsste. Das nächste Stichwort ist Speichern. Solchen lokal erzeugten Solarstrom, den könnte man zum Beispiel mit Batterien speichern. Und den überschüssigen Strom von großen Windparks, den könnte man mithilfe von Wasser in Wasserstoff verwandeln und den Strom so speichern. So wäre grüner Strom also auch planbarer. Bis das alles genehmigt und gebaut ist, kann es aber natürlich dauern. Es gibt aber auch noch eine andere Idee, die das Stromnetz vergleichsweise schnell entlasten würde. Und zwar könnte man die Nachfrage nach Strom über den Preis steuern. Aktuell kostet Strom in Deutschland ja überall gleich viel. Es könnte aber auch so laufen, dass Menschen in Regionen, in denen vergleichsweise wenig Strom produziert wird, mehr dafür zahlen müssen. Das würde dann vor allem Menschen im Süden treffen. Die Hoffnung ist eben, dass in den Regionen, in denen wenig Strom produziert wird, auch weniger verbraucht wird. Und dadurch eben auch weniger Strom über weite Strecken verteilt werden muss. Außerdem wird es sich dann im Süden mehr lohnen, Windkraft- und Solaranlagen zu bauen. Und für Unternehmen, die viel Strom brauchen, wäre es dann attraktiver, sich da anzusiedeln, wo es viel Strom und damit günstigen Strom gibt. Die EU fordert es schon seit langem immer wieder. Und vor kurzem haben das auch Politikerinnen und Politiker aus Norddeutschland getan. Diese Idee, die stößt aber natürlich auf viel Gegenwind, vor allem aus dem Süden. Und an den zwei großen To-Dos würde das auch nichts ändern, nämlich die Erneuerbaren auszubauen, vor allem im Süden, und das Stromnetz fit zu machen. Und wirklich kurzfristig hilft eigentlich nur eins: Strom sparen.